Moin moin und willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier bei uns auf dem Kanal. Ich habe, da mein Feld noch nicht reif ist, da seht ihr 16, das ist noch im Wachstum, habe ich einen Auftrag angenommen für Feld 22, nämlich Unkrautspritzen. Muss ich nur mal gucken, wo ist denn Feld 22? Da ist Feld 22. Und dazu nehmen wir uns doch mal einen neuen Schlepper. Ich habe mich noch ein bisschen mehr verschuldet. Ich habe jetzt 100.000 Kredit. Muss der neue Schlepper muss noch her. Und da steht auch der schöne. Spritze hoch. Dann wollen wir doch jetzt mal zum Feld fahren. Gucken, was da so. Ein bisschen. Ich meine, es ist natürlich nicht viel Geld, sind nur 1000, ein bisschen über 1000. Aber ja, von nichts kommt nichts, ne? Ja, dann wollen wir ja auch mal auf die. Er ist ein Viecher rauf, da muss halt irgendwie mal Geld in die Tasse kommen. Da ich jetzt gerade überhaupt keine Ahnung habe, wo ich bin, muss ich doch mal wieder das Hut anmachen. Ich hatte so klein, man verfährt sich trotzdem, ne? So. Kann das halt doch wieder aus. War ich ja doch auf dem richtigen Wege. So, da sieht noch Unkraut aus. Haben wir hier eine Feldeinfahrt? Jo. Wunderbar. Dann klappen wir den Spaß doch mal aus. Bisschen höher. Also ich finde, das haben sie schon echt schick gemacht nach dem Update mit dem Sprühnebel jetzt. Das sieht schon wesentlich besser aus als vorher. Wesentlich besser. Die Map an sich gefällt mir. Es kann aber durchaus sein, dass ich die Map wechsle. Bald. Kommt halt drauf an, wenn die richtige Map rauskommt. Weil, ihr kennt mich, die Map ist mir an sich zu klein. Ich weiß, ja, ich kann hier mit kleinen Maschinen spielen und so. Aber so ist dieses Feld und das ist schon mit eins der größten Felder. Ich guck mir die Maschine lieber an und lass Tourspray und so fahren. Nur Tourspray hat auf dieser Map hier halt überhaupt keinen Sinn. Also dann lohnt sich das Einfahren nicht oder das Stellen. Oder da die Kandeline aber im Multiplayer besetzt ist, oder da die Kandeline schon im Multiplayer gespielt wird, macht das für mich halt wenig Sinn, die halt nochmal im Singleplayer zu spielen. Ich bin halt immer nur auf der Suche nach einer vernünftigen Map. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall auch die Horsch Map angucken. Die soll jetzt ja auch, glaube ich, morgen im Mod-Hub erscheinen. Angucken werde ich sie mir auf jeden Fall. Also ich fand sie im 17er schon nicht verkehrt. So die Grundidee. Jetzt werde ich mir mal angucken, was sie da jetzt halt draus gemacht haben.
Aber dann kann man ja auch mit kleineren Maschinen oder mit älteren Maschinen fahren. Man muss ja nicht immer die neuesten Maschinen haben. Halt mal wieder an und sonst sehe ich ihn nicht mit, wenn ich den Auftrag erledigt habe. Und dann können wir eigentlich gleich mal gucken, ob wir noch irgendwo ein Feld haben, was wir düngen können. Oder spritzen können. Ist ja nicht, wie wir düngen, ist ja nicht. Ja, dann kann ich das auch noch zu Ende fahren. Fahren wir mal vom Feld runter. Auf welchen Mod ich ja noch warte, ist Prozi. Ja gut, dann wäre das jetzt mit den, wäre das Computerfeld jetzt auch nicht mit Fahrspuren, aber das ist ja noch so ein Mod, da warte ich ja noch sehnsüchtig drauf. So, können wir erstmal hier abschließen. 1500. Haben wir denn noch irgendwo was zum Kontroll entfernen? Nee, Beinpressen. Ernten. Alles nicht so. Unkraut bekämpfen. Aber mit dem Striegel. Ich hab keinen Striegel. $646 Euro. Das ist ja viel. Ansehen. Feld 2. Wo ist denn Feld 2? Was Feld 2? Was haben wir noch? Feld 1. Ungleichmäßigen Felder. Nee. Obern. Feld 27. Und da. Ein Obern müsste ja rein theoretisch. Obwohl, ja, ich habe eine Kreiselecke. Ich weiß nicht, aber das. Da steht mir halt nie eine Kreiselecke vor, wenn es ums Grubbern geht, ne? 19 ansehen. Wir müssen so wenig Geld für, also 5000. Oh, den nehmen wir. So. Dann können wir erstmal wieder zum Hof fahren. Weil dann geht es nämlich jetzt ins blaue Ungetüm. Und dann, obwohl eigentlich, ich kann auch hier mit ansehen. Startmaschine passt, packt der hier ja auch. Muss ja die Kreiselecke nicht mitnehmen. Ich muss die Kreiselecke ja nicht noch mitnehmen. Dann sollte das ja kein Problem darstellen. Hier muss ich links ab. Eigentlich, die Karte hat Flair, überhaupt keine Frage. Aber mir, ja, mir ist das halt alles irgendwie zu klein. Den Hof, das Dorf halt irgendwie von der Karte wieder Kandelin, wäre ich halt sofort, das wäre halt direkt meins. Aber man kann halt nicht alles haben, deswegen müssen wir mal abwarten und gucken, was noch so kommt.
So. Weil ja nochmal. Obwohl, nee, die sollte rein theoretisch ja voll sein, ne? Rein theoretisch sollte die Saatmaschine ja voll sein. Das ist der Flug. Wo stellen wir dich denn jetzt mal hin? Stellen wir dich da hin. Soll ja alles so vernünftig weggestellt sein, ne? Machen wir mal das Heckfenster auf hier. Jetzt voll. Sollen wir da überhaupt aufsehen? Die erste. Verdammt. Der 19 war jetzt. Die erste Teil schon mal auswählen. Das halt erstmal wieder aus. Und gucken wir mal, ob wir da auch so blind hinfinden. Uiuiuiui. Und das mit dem Bordstein nervt mich halt gewaltig. Ja, ich könnte auch besser fahren, aber wenn ich jetzt noch den Verkehr anhätte, müsste ich auf den Bordstein ausweichen. Gut, mit dem Traktor vielleicht noch nicht, aber es sind so. Da sitzt halt der Fehler beim Vorbildschirm, also bei mir. Das ist, da kann der Mapper jetzt nichts für ihn. So. So viel zum Hub-Outblenden. Muss hier hoch. Und da rechts erscheint ja schon das Feld. Dann wollen wir doch mal kicken, ob wir dort fertig kriegen. Aber ich das gut, also nicht mehr in dieser Folge. Dann wird die zu lang. Aber. Muss ich nur noch die Feldeinfahrt finden. Wir wollen hier ja nicht quer durchs. Quer durchfahren. Sind ja Feldeinfahrten verbaut hier, dann kann man die auch nutzen. So. Wir haben hier aber auch schon mal einen schönen GPS-Kurs gleich. Dabei. Ja, der hat den GPS. Verdammt. Ja, dann mache ich mir doch den GPS los. Also, dann das aus. Dann fahren wir halt ohne GPS. Geht auch. Nehmen wir den Spurreiter zur Hilfe. Den hier schon mal runterladen. Brauchen wir als nächstes.
echt, damit ich drauf fahren würde, wie viel ich dabei überfahren würde, so doppelt fahren würde. Richtig. Ja, ich bin so ganz passt der Spurreise irgendwie nicht, glaube ich. Aber wenn man weiß, dass man sich ein bisschen weiter rechts davon halten muss, dann geht das schon. Aber dann kommen wir damit auch zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es so war, ne, ihr kennt das. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar nach oben. Ne, einen Daumen nach oben da, einen Kommentar schreiben. Und immer artig bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.